Ja, ohne Schwert so, ne? Ja. Schön. Wir haben ja noch einen Spiegel dabei, dann können wir die Gegner ja blenden. Toll. Oder Wird ihnen schon mal schief zeigen, wie gehen. sie eigentlich aussehen. Boah. Oh Ich wollte ja, gerade na sagen, gleich war klar. ich hier. Wir gehen ein Schwert wert und jetzt. Also Ach, sind ja Wahnsinn. zurückgewichen. Haben sich bloß in Position gebracht. Das hat aber wirklich was. Wow. What the Ich habe gerade fuck? gedacht, man darf vielleicht nicht in einem Gebiet sein, wo es lange schon so rot Ja, flimmert. hab ich Ist in das dem ein Moment auch gedacht, Warnzeichen? aber zu spät. Und wurde dann auch bestätigt, okay. Also einer Aber geht nach links, einer geht nach rechts. das hat total jetzt was von The Descent, ne? Ja. Senua, it's dark, it's too dark. You have a purpose here. Stay in the light. Can't see anything without the light. Boah, Links lang, links lang, du musst uns. so Ja. links. Oh, scheiße, ey. So Das Licht beschützt Gänsehaut. uns halt. Wir fahren nicht irgendwo hingehen, wo das Licht nicht ist. Da nicht? Genau, da lang. Ja, nicht zu langsam, bleib schon im Ja, Licht. ich kann nicht schneller. Ah, okay. Also das ist ihr Rennen. Ich weiß Okay, nicht, warum okay. sie jetzt hier die ganze Zeit geduckt ist, aber das ist schon die Renngeschwindigkeit. So wäre langsam. Ne, das wollen wir nicht. Ist halt merkwürdig, warum sie jetzt die ganze Zeit geduckt bleibt, obwohl hier alles. Also Ich mach das vielleicht ja will sie. klein. Will ich Ja, auch vielleicht machen. will sie leiser sein, aber. Alter, ist das fies. Oh, Scheiße, ey. Jetzt kommt auch noch so ein komisches Lichtschwertgeräusch dazu. Hast du es gerade gehört? Dieses Wup, Wup. Was ist denn Der jetzt Sound hier ist der Weg? cool. Ist hier? Oh, jetzt kommen sie garantiert von oben. Greifen. Oh Gott! It can smell us. It will kill you. It is looking for us. It knows. There's more of them. I can feel them. I don't like it. They're right there. I can feel their breath. Who are they? Oh Gott, ey. Macht mich fertig. Ist wie bei Alien Isolation dieser Abschnitt im Reaktor, wo dann so viele Aber cool, Aliens ja. kommen, das war der Wahnsinn. Oder Das Spiel ist eh so toll, davon möchte ich eine Fortsetzung haben. das werden wir niemals bekommen. Was ist denn jetzt hier mit dem Licht? Ja, Creative Assembly soll das Ah, machen. okay, hier. The lights guide you. Look, an entrance. Oh, jetzt raus. Light shining through. Is it? Or just another trick from the hidden folk? Trick. What's in the shadow? Be careful. One wrong foot. And you could fall. Fall to your death. Down there, more creatures. Watching, watching, watching your every move. If you fall, they will devour you. Look at them. Shadows move, eat you alive. You will just be bones. Can she make it across? I don't like it. Don't fall. Be careful. We can do this. We can do this. She can do this. Remember to breathe. Go to the light. Go. Go. Let's go. 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 I hate it here. It's too terrifying. Ja, aber gut, dass man sich hier in dem Spiel keinen eigenen Charakter erstellen kann, wo man dann einstellen kann, ob man ein bisschen dicker ist. Dann würde man hier nicht durchkommen. Das wäre ein bisschen schwierig dann, ja.
and darker until she is crushed under it. Her last breath floating up to the sky she will never see again. But it is over. Hallo? There is a shift, an invitation. Was ist denn hier los? They draw her onwards, ah, just hier. Out Gesicht. Of reach. Ein Gesicht. Ein bisschen gewundert, so lange schon kein Gesicht mehr gesehen. Mal gucken, wie viele wir verpasst haben. Ah, nee, guck mal. Zumindest von denen. Know that children who have died uncared for can return as Utburður. Small ghosts clad in fluttering rags. When there are storms, they may cry as they did when they were human. And will look for their mothers until they find them and never leave them again. Ob das die Viecher sind, die hier in den Höhlen unterwegs sind? Wahrscheinlich, oder? Ja, hab ich auch schon gedacht. Ich sehe, dass die halt so, dass die sich dann dadurch so verändert haben. Da passt auch wieder so ein bisschen zum, zu den, wie hießen sie, Wendigos, ne? Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Bei Until Dawn. Wobei die ja entstehen dadurch, dass sie Menschenfleisch essen. It's them. The hidden folk. She is close now. Can you feel them? Can you hear them? Close to their world. Their world. Okay. Mal gucken, wie viele von denen haben. Ja, da haben wir einen verpasst. Okay. Grettir found the sword he was seeking, Carr's loom, buried in the grave mound. He went to leave, but before he could reach the rope, something grabbed him from behind, and Grettir realized the mound dweller would not let his treasure go. The two fought ferociously until Grettir got the advantage and chopped off the revenant's head. But Carr's loom would prove his undoing, fated to be the sword that killed him. Na ja, gut, es muss ja auch nochmal irgendwie um ein Schwert gehen. Heißt ja immerhin Hellblade. This is the last test. You can see. This is the last trial. The hidden folk are here. They have tested us so long. And that figure again. Who is that? There. The tunnel waiting to go. Get over there. She needs to get over there. How will she do it? Ja, krass. Er könnte vielleicht, also entweder ist es hier ihr Lover. Wie hieß er nochmal? Dillian? Oder sie ist es vielleicht selber, dass es irgendwie ihr eigener Schatten ist? So, der schwebt oben. Das schwebt unten, aber was habe ich davon? Achso, ihr kannst gleich hier hinten weiter. Wobei, nee, hier. Hier komme ich nicht lang. Den Move von der Seite kann ich allerdings nicht rückgängig machen. Und hier? Das ist jetzt aber die einzige Stelle, wo ich was drehen kann. Und jetzt sind aber hier die Moment.
Jetzt sind aber hier die Felsen. Da ist der Weg durch. Da kann ich nicht runtersetzen. Und ich kann aber auch nichts hier irgendwie beeinflussen. Das ist die einzige... Oh, kann ich das da hinten? Nee, passiert nichts. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Also, den nochmal so rumdrehen. Also ich komme da drüben ja nicht rüber. Ah, warte mal, kann ich das... Kann ich das auch von hier beeinflussen? Ja. Okay. Soll das ein Gesicht sein? Nee, ne? Nee. So, hier haben wir die Tür. Sieht auch geil aus. Aber das kann ich von der Seite nicht verändern. Und von hier komme ich nicht ran. Das kann ich nur von da drüben aktivieren. Tja. Was habe ich davon, wenn ich das hier umschalte? Hier komme ich nicht rüber. Mhm. Hier. Das Weg, da kannst du durch. Aber das ist ja nur der Weg wieder zurück. Ja, genau. Aber warte mal, vielleicht kann ich das von dem Zwischenstück auch umschalten. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann man es mit allen Stücken umschalten. Ja, wenn die Sicht versperrt ist, dann geht es nicht. Aber vielleicht geht es. Man findet fast immer irgendwie dann einen Spot. Hier so dazwischen. Ach, guck mal, hier geht's dann. Ja. Muss praktisch mal ein paar Schritte weitergehen und wieder umschalten. Bleibt aber offen, oder? Nee. Doch, der ist bloß oben. Er bleibt schon offen. Jetzt muss er wahrscheinlich auf den Weg zurück oder andersrum. Ach so, ich muss es nochmal... Ich muss wieder drehen. Ja. Aber die eine Stelle, womit ich es vorhin zum ersten Mal gedreht habe, ist jetzt weg. Ah, nee, es dreht... Ah, okay. Nee, es dreht ja immer... Ja, dann passt's. Jetzt sind die Steine auch komplett runtergefallen. We are ready, Samuel. You are ready. We have showed them everything we are. Every fragment. Every scar. We have nothing. Jetzt kommt wieder eine Hand von hinten, ey. She can see herself. All the others helps us. We. She is thinking in all the pieces, all the fragments that helped her here. We know all of them, all the signs. We can see them clearly, all connected, all meaningful. Yes. She remembers how it started, almost an end, drowning in the ocean. But we saved her. We saved you. We screamed your name till you heard us, and we fought together. We survived. We were lost in this new land. Hurt. Broken. We had no hope. Once again, we helped you. We always help you. We helped you find courage. An unbreakable purpose. It started with a promise that holds so much power over you. Dillion. Always love. Told you to stop. We always help you.
saved us. Now, if we defeat her, Hildoiga, his world will collapse. Like yours. He needs to believe in the world of his father. He believes his father more than anyone. We know, Senua. That is where change happens. We saw it. They saw it. The hidden folk. They broke us. They changed us. No. They are everything. They are here. She can feel them slipping through her soul. Ich wäre schon so in Panik. Following the threads of her mind. She's here to find them. The ones who hide. They will tell her how to defeat the giants. And she will keep her promise. But it's never so simple, is it? Ich dachte, hier wäre jetzt der Ausgang. Ja, wo kam denn das helle Licht her? Tja. Könnte auch aus Prometheus sein, die Höhle. That darkens. That pool. And a part of you. That dies. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. Can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Senua. Is someone here? Watching. More than one. I know you. How? Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Mad woman. Their eyes everywhere can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Warrior. Ask them. What do you want me to do? Hail. Lost soul who fought through hell to find us. You were lost. For what you will find here. What we will find? What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done. Has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. Those who have led to death. You see things differently from the others. Look, and you will see her. By her name, you will know her. Nothing is born of nothing.
the first days, the air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting, they had found somewhere to rest, somewhere to carve out a home. But then Askia screamed her fury. Her words blotted out the sun. She covered the green with her bitter poison and drowned the hills in bile. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier keine weiteren Collectibles waren. Nothing could breathe through her hatred. All their animals choked. Their crops withered in the ground. And the people withered too. The woman had to leave her home and go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? Wora turned their backs. The terror of hunger and the thirst drove the people to fury. As is the way of that kind. The weak lost all to the strong. With the weakest of all in her arms, still she searched for a haven. But the darkness from the sky leached down. The flesh-eating ones. With the awful hunger that could never be sated were legion. And death held dominion over all. New gods arose, darker and more terrible than those before. She could not let the child live in such a world. So she brought her to a cave where the hidden folk were set to live, hoping they would take her child and raise her free from care. Free from the darkness. She had nothing to feed her now. But her rage and despair. She made a deal. I will give myself to you, Askia, if you will give me the power to triumph in this world you have created. Take my life and give me your death. All her blood that might have spilled, all the death she might have died.
A new soul. A new self. A new Senua who can see the giant's truth. You faster! Ey, darf ich? Ist ja auch weird. Das hat sie jetzt einfach so gemacht. Was hat sie einfach so gemacht? Ja, den Schlag in den Kopf? Den Schlag in den Kopf. Also, ich hatte eigentlich nur Ausweichmanöver ausgelöst. Okay, aber bei den Abwehren funktioniert auch. Aber auch wieder gerade der Hinweis, ne? Mit nicht nur Stärke von Wesen. Aber bringt mir halt auch nichts. Würde mich interessieren, ob sie das Bewegungsrepertoire deshalb eingeschränkt haben, damit das, weil die Kämpfe halt jetzt noch choreografierter sind. Also das ja, klar. Dann nicht so viele Optionen ist. Ja, natürlich. Wenn du so stark choreografierst, dann ist halt jede Option mehr, dann vielleicht auch finanziell mehr Aufwand. Ja. Die ganzen Animationen und vieles, was da zusammenpasst. Ach ja, diesen komischen Griff kann man nicht abwehren. Den kann man abwehren. Weg mit dem. Aber geht's noch? Leute, wie viele sollen denn da noch kommen? Ist doch jetzt albern. Ich hab gesehen, wie viele im Halbkreis in den Fummel standen. Ja, ist vor allem, weil es ja immer dasselbe ist. Jetzt ist die Sequenz ausgelöst. Ja, und jetzt?
Aber ist das jetzt wirklich ein neues Schwert? Zeigen Sie es gleich nochmal. Ildoigas Baby. Wo hat es denn jetzt? Ildoigas real name. Raw and bleeding. Rootless. Selfless. All the names that were lost, she will find and hold. She knows her name now. Ingunn. She knows her. You know her name. You understand her. Not a monster after all. She is lost in her rage. She will still kill you. You found what you sought. I know what they were trying to show me. I know Ildoigas true name now. Ingunn. Names have power. True names, they cut to our hearts. To know the true name of something is to command it. Bring her here. Can we call to her? Like the Draugr did. She will kill you. The Draugr were aping the costumes of the living, acting out what they did before they turned. A grotesque parody of the blood ones held in that sacred place. Sacrifices to Freya. We can call to her too. Yes. And yes, she will come. But she will kill you. Just like she has so many of us. Then what? She can never be reached. We need to find a place. Where you can meet her face to face and see the world through her eyes. See her world. And there are ways of opening up the door into another space. Another place. Fire and rage. The veil that hides the Veridir, as they whisper. He means us. The veil through which you can sometimes catch a glimpse. He understands. There are ways to tear that open. She knows. Pass in. It won't be the first time. She's suffering. Racked with grief, I saw it. The hidden folk showed her. A ritual. A ritual. A ritual to open up the door. A ritual to heal her pain. Meet her eyes. And speak her name. A ritual. Rituals will change it. They will bring change. They transform. They move and change the world. They uncover what is hidden. Is it safe? Never safe. What will you do? What? How will you know what to do? What happens if we cannot enter into the ritual? Entschuldigung. You may be alone. Without us. Not alone. With her. Hey.
Ingun. I know you. Remember. Her rage holds her here, trapped in her hell. I need to free her from her prison. Warum eigentlich? Oh, Scheiße. Ja. Ups. Aber wenn wir es gleich zurückgesetzt. Warum was? Also, warum will sie die eigentlich von ihrem Gefängnis da befreien? Oh, okay, das. Ja, vielleicht eher von ihrer Wut befreien. Ach gut, weil, hoch so kann sie immer nicht. Weil sie ist in diesem Land halt jetzt hier und macht halt. Okay. Weil die Leute, die überfallen halt immer dann ihre Heimatdörfer da, um Opfer zu finden, um sie halt zu besänftigen und so. Ja. Vielleicht, wenn sie halt ihre Wut nicht mehr hat, dann ist das Ganze nicht mehr notwendig. So. Aber ob die Nordmänner dann wirklich aufhören? Bestimmt. Das ist ganz geil, gerade mit der Musik und dem. Ja. Das ist eine coole Sequenz gerade. Ich muss. Bin echt gespannt oder auf unser Endgespräch zu sagen, weil es ganz unterschiedliche Sachen hat. Was Sachen so cool macht und Sachen nicht so cool. Aber das ist gerade richtig geil, finde ich. Ja, dass man den Schatten noch sieht, ne? Also der beziehungsweise sofort wieder da, ja. Das hat von der Mucke jetzt auch gerade ein bisschen was von diesen Szenen von den neuen Dune-Filmen, wenn sie die Sadoka dann zeigen. Da reiche sind wieder auch so einen ganz krassen Stimmen immer. Also ganz komischen Chor. Jetzt kommt auch die Musik immer genau in dem Moment, wenn dann die Flammen kommen soll. Ja. Bing. Genau aufeinander abgestimmt. Das ist sehr cool. Man sieht sogar vorher, bevor so eine Druckwelle kommt, wie die Partikel am Boden erst noch in die Richtung der Druckwelle rollen. Das ist wie so ein bisschen angestrahlt, wie beim Strand, wenn Wasser, beim Tsunami. Wenn es zurückweicht, ja, in der Unterwelle wieder reinkommt, das ist sehr cool. Bleiben dann.
Cool. Weiter, weiter, weiter. Das bin jetzt nicht mehr ich. Ah, okay. Also, ich steuere jetzt wieder ein bisschen, aber dass zum Beispiel sie jetzt einfach so losgerannt ist, das hat sie von allein gemacht. Das mache ich zum Beispiel jetzt auch gerade nicht. Did it, Sen. Now people will be free again. You brought her home. Yes. You think you have triumphed, but this means nothing. This woman was no god. She was weak, like you. This changes nothing. I need to go home. Will your father join us if you tell him what you saw? Yes. He will not run from battle. He will lead us into it. There is more than the sword here. More than he can understand. No more slaves. And no more sacrifices. He is trying to understand. Is no he? No sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have, but not in the way he thinks. No more sacrifices, swear. I never wanted any of that. I just did not believe it was possible to defeat them, and now I see. A ray of hope. If this is real, no more sacrifices. You have my word. This needs to be for something. Be sure of that. She is exhausted. You leave at sunrise. I will come with you. I know the Gordi, and he respected me once. I will bear witness to what was done here today. What are we going to do next, Senor? What? She will stop the slavers, but the signs are leading her down a different path. She won't have to fight them. Just show them how the world can change. No more giants. No more sacrifices. She has found out the secret. She has the key, but... Wisdom has a price. Remember, what happens when you face the void and human eyes look back? She can meet these eyes and take that burden, but it takes its toll. This isn't the right way. I told you, we need to head further inland. Well, perhaps you're right. We need food and shelter. And there is a settlement nearby. Bothervik. Yes. Are you mad? They will kill me on sight.
They hate the Bjork. There've been pains in our asses since long before the fall. And do you think you might have given them a cause to hate you? Don't worry, lad. I'll protect you. Guck mal, da kommt schon das Achievement, da haben wir irgendwas geschafft. Das heißt, gute Gelegenheit für ein Päuschen. Dann schauen wir in der nächsten Folge mal, ob die ihn hier gleich umbringen werden. Das ist nicht so geil. Hallo, tusch. Zack, einer weniger. Ja, und um ihn zu sprechen, sind sie Motion, nicht. Wisst ihr, was Motion Capture kostet? Der muss jetzt weg. Wir haben jetzt die Bedrohung. Ich bin jetzt mal gespannt, weil das, also, wenn jetzt die Nordmänner mehr oder weniger die ganzen Leute aber nur entführt haben und geopfert haben, um die halt zu besänftigen. Also ja. Was wird jetzt der Konflikt? Wird jetzt dann der Konflikt mit dem Vater von ihm hier laufen? Oder in welche Richtung? Ich habe darauf geachtet, weil sie am Anfang gesagt hat, keine Sklaven mehr, keine Opfer. Mhm. Und dann hat er zwei, dreimal gesagt, ja, okay, keine Opfer. Also wirklich, sie hat irgendwie zweimal gesagt, keine Sklaven, keine Opfer, und dann hat sie am Ende auch nochmal keine Opfer gesagt, dann hat sie immer gesagt, ja, okay, keine Opfer. Ja, okay. Klar, wir müssen jetzt Kleingedruckte schauen. Ja, also das ist natürlich schon der große Punkt, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, den mythologischen Aspekt von außen vor lässt, haben die Wikinger und die nordischen Völker ja regelmäßig diese Feldzüge gemacht und diese Raubzüge, um Beute, aber auch um Sklaven zu erbeuten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das praktisch ein Teil des Konflikts ist, dann, dass wie jetzt dann zum Beispiel vielleicht er dann jetzt bereit ist, sich da vielleicht da, davon abzuwenden und das zu machen, aber dann vielleicht sein Vater zum Beispiel nicht. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Gut, wir werden sehen. In der nächsten Folge geht es weiter hier an der Küste und wahrscheinlich dann irgendwie auf dem Weg zum Dorf. Also, bis denn. Tschüss. Bis dann.